Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von MobiFlip. Wir haben heute ein neues Gerät bzw. zwei neue Geräte erhalten. Dabei handelt es sich einmal um das Microsoft Lumia 950, und zwar dieses Gerät. Wir haben das in der weißen Version erhalten. Das ist das aktuelle Flaggschiff mit Windows 10 Mobile, welches jetzt seit ein paar Tagen im Einzelhandel verkauft wird und auch schon bei den ersten, vielleicht auch schon bei euch daheim eingetroffen ist. Außerdem haben wir von Microsoft für einen Test noch das Display-Dock erhalten. Das Display-Dock ist dafür da, dass man das Lumia 950 quasi an einen Monitor anschließen und somit als eine Art Laptop- oder PC-Ersatz nutzen kann. Auch das packen wir. Wir packen die beiden Gadgets mal für euch aus, schauen, was im Inhalt der Verpackung drin ist und erzählen euch noch ein bisschen was zu dem Gerät selbst. Ja, und schauen einfach mal, was für einen ersten Eindruck so macht. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, wir beginnen unsere Testreihe wie immer damit, dass wir uns erstmal die Verpackung und den Inhalt von dieser anschauen. Und dazu gehe ich mal ganz kurz um die Verpackung rum. Auf der Frontseite das Gerät von der Rückseite. Auf der Rückseite nochmal von der Frontseite ein paar wichtige Eckdaten, wie zum Beispiel Windows. Also hier ist ja Windows 10 Mobile vorinstalliert. Eins der ersten Geräte übrigens, welches mit der finalen Version des Betriebssystems ausgeliefert wird. Wir haben einen Qualcomm Snapdragon unter der Haube. Wir haben eine Kamera von Zeiss. Und das war es dann eigentlich auch schon. Genau. So, dann wollen wir mal schauen, was in der Verpackung ist. Dazu legen wir mal den Deckel zur Seite. Und ja, schauen wir mal, was in diesem Karton drin ist. Da haben wir ein USB-Kabel. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist das USB 3.0. Und ein Ladekabel, ein Netzteil quasi. In beiden Fällen USB Typ C. Genau, das war's auch schon. Das kommt wieder in die Verpackungen rein. Und dann haben wir das Gerät selbst. In unserem Fall haben wir die weiße Version erhalten. Und dann gibt es noch die üblichen Inhalte wie ein Quick Start Guide, erste Schritte etc. pp. Und in diesem Fall in Deutschland noch mit einem Gutschein für Sky Online. So, auch das packen wir zurück in die Verpackung. Wir gehen mal ganz kurz zum Gerät selbst. Das sieht so aus. Ja, schwarze Front. Auf der rechten Seite haben wir die Laut-Leiser-Taste, eine Power-Taste für ein Aus und die Kamera-Taste. Die Rückseite, hier ist mal ein bisschen besser ins Licht. Hier ist natürlich die Kamera von Zeiss. Der Name PureView ist erhalten geblieben. Und was ich auch sehr schön finde, ist, Microsoft hat hier eigentlich nur so ein kleines Logo eingestampft. Keinen großen Microsoft-Schriftzug. Und die Triple LED ist natürlich auch vorhanden. Den Microsoft-Schriftzug gibt es übrigens auf der Frontseite. Ja, oben haben wir den Eingang für die Kopfhörer und auf der unteren Seite für USB Type-C, mit dem wir das Gerät auch laden können. Ja, noch eine Frontkamera und ich würde sagen, ich mache das Gerät mal an. Na? So, während das startet, lege ich das zur Seite. Und wir haben ja noch eine zweite Box erhalten, nämlich die des Display-Dock, die ich persönlich auch sehr spannend finde. Und auch das wollen wir natürlich für euch auspacken. Da sehen wir schon das kleine Display-Dock, ganz schön schwer. Und auch hier wieder ein weiterer Karton im Karton. Wieder USB-Kabel, wieder Netzteil, quasi die exakt gleichen Inhalte. Und es geht weiter mit, was unter dem Display-Dock ist. Ja, auch hier wieder erste Schritte, wie wir es verbinden, wie wir es anschließen, etc. pp. Ja, und das ist das Display-Dock. Ja, fühlt sich sehr edel an. Sieht schön aus, sehr hochwertig, sehr klein und schlicht. Hat aber auch ein ganz gutes Gewicht, muss ich sagen. Also ich hätte es mir leichter vorgestellt. Genau, hier die Seite mit den ganzen Anschlüssen. Und hier für USB Typ C. Und in der Zwischenzeit ist unser Lumia 950 gestartet und einsatzbereit. Ich muss gestehen, ich habe es im Vorfeld schon mal ausgepackt und habe es natürlich einmal angeschaltet. Denn der erste Bootvorgang dauert doch relativ lang,
was man da alles einrichten muss, etc. Ja, aber ich habe es sonst noch nicht eingerichtet. Also so wie ihr es jetzt seht, so kommt es out of the box quasi für euch auch daheim. Und ja, so sieht Windows 10 Mobile aus. Läuft jetzt auf den ersten Blick eigentlich relativ flüssig. Kann man natürlich jetzt nach, ich habe es auch gerade mal 10, 15 Minuten damit rumgespielt. Da kann man noch nicht so viel dazu sagen. Aber optisch hat sich jetzt auch gar nicht so viel im Vergleich zu Windows 8.1, also Windows Phone quasi, geändert. Natürlich wirkt alles ein bisschen runder, ein bisschen aufgeräumter, vor allem das Einstellungsmenü wurde überarbeitet und hat auch eine Suche bekommen, was ja bitter nötig war. Und ja, ansonsten, wer Windows Phone kennt, sage ich mal, wird sich da auch sofort zurechtfinden. Wer es nicht kennt, muss sich natürlich einarbeiten, aber ich würde mal behaupten, dass Windows Phone und jetzt auch in diesem Fall Windows 10 Mobile nicht zu den kompliziertesten Betriebssystemen gehört. Genau, soweit der erste Eindruck. Also es fühlt sich, genau, kommen wir noch ganz kurz zum Gerät selbst, es fühlt sich sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen billig, aber es fühlt sich jetzt auch nicht hochwertig an. Ja? Also man merkt, man hat hier Plastik verbaut, das ist Geschmackssache. Die einen mögen es, die anderen nicht. Ich finde, das Polycarbonat, wie es Nokia bzw. jetzt Microsoft ja gerne nennt, ist immer noch mal eine Ecke hochwertiger, als es teilweise von anderen Herstellern angeboten wird. Aber es ist natürlich nicht so hochwertig wie andere Smartphones, sagen wir mal das iPhone oder das Samsung Galaxy S6, HTC One etc. Aber es ist ein typisches, ich würde mal sagen, Überbleibsel aus der Nokia-Ära und wurde auch von den Nokia-Designern größtenteils designt, konzipiert und jetzt quasi unter der Marke Microsoft auf den Markt gebracht. Die Seitentasten haben einen ordentlichen Druckpunkt, aber wie mir auch schon direkt von Anfang an aufgefallen ist, die sind dann doch etwas schwammig und wackeln ganz schön stark hier rum. Da bin ich mal gespannt, wie sich das da nach ein paar Wochen verhält. Display sieht gut aus, ist ein AMOLED-Display, QHD-Auflösung, also ich würde mal sagen, das Maximale, was man hier rausholen kann. Ob AMOLED oder LCD ist ja immer wieder dann noch eine Frage, auch hier, wo jeder selbst für sich entscheiden muss, was einem besser gefällt. Aber ja, Microsoft hat sich eben dafür entschieden, die AMOLED-Technik zu nutzen. Der erste Eindruck, es fühlt sich nicht wie ein Flaggschiff für 600 Euro an, aber ich glaube, beim Lumia 950 sind da ganz andere Punkte entscheidend. Das ist kein Modell, mit dem Microsoft, glaube ich, den Wendepunkt bei seinem mobilen Betriebssystem herbeiführen wird, aber es ist der Anfang. Ich glaube, da wird im nächsten Jahr noch viel, viel mehr kommen, aber man hat eben nun mal den Anfang machen müssen. Man hat sich dafür entschieden, ein altes Flaggschiff zu übernehmen, was Nokia noch geplant hat, und hat dieses jetzt pünktlich zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt gebracht. Für mich spannend wird aber in diesem Fall weniger die Hardware sein, denn da bin ich mal ganz ehrlich, das liegt gut in der Hand. Man kennt, was man hier, wenn man schon mal Nokia genutzt hat, ein Lumia genutzt hat in der Vergangenheit, kennt man das. Was ich persönlich viel spannender finde, ist Windows 10 Mobile. Und damit habe ich mich in den ersten 2-3 Betas auseinandergesetzt, habe mich dann aber dafür entschieden zu sagen, ich lege das Betriebssystem mal zur Seite und warte dann doch tatsächlich auf die finale Version mit dem neuen Flaggschiff und mache mir dann ein komplett neues Bild davon. Ja, das werde ich jetzt in den nächsten Wochen tun. Wie gesagt, das Gerät ist bei uns zum Test noch eine ganze Weile jetzt verfügbar. Und wird jetzt natürlich auf Herz und Nieren getestet, wird eingerichtet. Und was ich auch sehr spannend finde, ist mal schauen, wie das Ganze in Kombination mit dem Microsoft Display Dock funktioniert. Denn ja, das ist ja doch schon mal, sage ich mal, ein Alleinstellungsmerkmal, dass man sein Gerät, sein Smartphone einfach an einen Monitor anschließen und quasi mit Tastatur und Maus als Computer nutzen kann. Da bin ich gespannt drauf, das werde ich testen, das werde ich mir anschauen. Und ja, für euch gilt, wie immer, falls ihr Fragen habt, stellt diese. Ich werde schauen, dass ich die Fragen beantworte. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert uns. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.